Schönen guten Morgen, Freunde des Monatsrückblicks. Vor dem Regal, vor den Bücherregalen, genau so. Allerdings könnte es sein, müssen wir mal gucken, wie lange ich hier vor den Regalen sitzen kann, dass ich ein bisschen improvisieren muss. Das heißt also, ja, lasst euch überraschen, ob das ganze Video so abläuft, mit dem Hintergrund und mir hier vorne. Oder ob wir dann vielleicht später mal die Positionen tauschen müssen und ich gehe hinter die Kamera oder wie auch immer. Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, wird dann improvisiert. Ne? So, ja, wir gucken uns an, was ich so gelesen habe im Juni. Ganz genau. Und unter anderem, also nicht nur im Juni, sondern auch im Mai. Im Mai und im Juni. Beim letzten Monatsrückblick habe ich das nämlich vergessen gehabt, euch zu zeigen, dass ich nämlich weitere Teile von dem Postkartenroman erhalten habe. So, und das erste Kapitel besteht halt aus 7 Teilen. Also es endet dann mit Ende Kapitel 1. So, und der Raubritter besteht halt eben aus 7 Teilen. Das sind 7 Postkarten, die ich bekommen habe. Und es ist halt wirklich richtig toll geschrieben. Ja, ich weiß, manche sagen ja zum Beispiel auch, so Kurzgeschichte ist nichts für mich, weil ich dann da nicht so richtig reinkomme. Aber wir haben es ja hier mit einer fortlaufenden Geschichte zu tun. Und ich bin jemand, der halt eben sagt, es ist egal, wie lang die Geschichte ist. Also eine gute Geschichte kann auch nur eine halbe Seite lang sein. Auch das funktioniert für mich. Und hier haben wir es halt eben wirklich, dass jede Postkarte, jeder einzelne Teil, so unglaublich viel Inhalt hatte, so unglaublich viel Geschichte. Und dann natürlich im Fortlaufenden ein rundes Bild ergibt, ne? Also eine runde Geschichte ergibt, dass ich wirklich sehr begeistert davon war. Und ja, also erste Kapitel ist abgeschlossen und ich habe auch schon 2 weitere Teile bekommen. So, jetzt wieder neu anfangend. Wobei ich jetzt halt eben nicht weiß, ich gehe mal davon aus, ne, das Ende des ersten Kapitels, das wahrscheinlich, das dann noch dazugehört. Nur jetzt sind wir halt bei einer anderen Person. Also in dem ersten Teil oder in dem ersten Kapitel waren wir halt beim Raubritter. Und jetzt sind wir bei der ungewollten Tochter, also die ungewollte Tochter. Und also was mich besonders fasziniert, ist halt eben einfach die Sprache. Es ist wirklich geschrieben, wie diese alten Legenden und Sagen und Märchen. Märchen. Ich sag lieber Legenden und Sagen. Ne? Also die Sprache ist wirklich sehr nah daran. Also wenn ich an die Geschichten denke, die zum Beispiel in meinem kleinen Büschchen stehen, Sagen des Rheins, wo dann halt zum Beispiel die Geschichte drin steht, der Nibelungensage, so. Oder vom Mäuseturm und der Lorelei und so weiter und so fort. Und wenn ich halt eben an die Geschichten denke und die Sprache, die halt eben der Zeit damals entsprechend war, als die Geschichten entstanden sind, dann ist diese Geschichte halt wirklich, oder sind diese Postkartengeschichten wirklich sehr nah dran an dieser Schreibweise, an dieser Sprache. Und das gibt der Geschichte natürlich einen ganz besonderen Touch und hebt halt eben dieses Legendenhafte, dieses Sagenhafte hervor. Und das hat mir halt eben wirklich sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und
Ja, ich hoffe, es geht gut. Also jetzt im Weiteren ist halt eben eine Person aufgetaucht und jetzt noch eine Person und ich hoffe, es geht denen im Weiteren gut. So, ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich für diese Postkartenromane bedanken. Herzlichen Dank dafür und im Zuge dessen möchte ich mich auch für die Briefe, die dabei waren, bedanken. Alleine die Briefe waren schon, ja, wie ein Roman lesen. Also ich hatte unglaublich Freude dabei, deine Briefe zu lesen und dir einfach zuzuhören bei deinen Gedanken und deiner Analyse. Und das fand ich finde es einfach unglaublich spannend. Und ja, ich habe es genossen, die Briefe zu lesen und die Postkarten. Und das wollte ich auf diesem Wege dir schon mal mitteilen. Und gleichzeitig wollte ich auch eine Frage beantworten. Und zwar folgende. Also, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Autorin. So, und ich habe Sachbücher geschrieben, Kinderfantasy und Liebesromane und halt eben auch Fantasy für Erwachsene. Und die Sachbücher und halt eben dann auch die Liebesromane sind erschienen. Wo ist mein Name? Da unten. Der ist sehr klein. Also ihr seht, unter meinem Namen halt eben erschienen. Da oben, ne? Hier unten auch nochmal mein Name. So. Bei den Sachbüchern ist das ebenso. Auch die Emma-Reihe, die ersten zwei Teile der Emma-Reihe sind unter meinem richtigen Namen erschienen. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, dass die Fantasy-Reihe oder ja, ich glaube, ich brauche ein neues Genre für meine Bücher, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es ja eher doch so, also so ein bisschen mit Krimi gemischt ist. Also so richtig Fantasy nicht. Es ist eher so Urban Fantasy, also angesiedelt in der realen Welt, ne? Aber halt eben mit übernatürlichen Begebenheiten. Nennen wir es mal so. Und da habe ich mich halt eben dann dafür entschieden, wie ihr das sehen könnt, ein Pseudonym zu benutzen. Und das ist ein offenes Pseudonym. Offen bedeutet, dass man halt eben weiß, wer dahinter steht. Und also, ne, das verheimliche ich auch nicht, dass ich das als Pseudonym benutze. Ich habe mich halt eben dafür entschieden, die Bücher, nee, so rum, also Teil 1, Teil 2, die Bücher unter dem Pseudonym Jekyll Hyde zu veröffentlichen, damit es sich halt eben abgrenzt, zum Beispiel von den Liebesromanen. Ne? Weil ja, manchmal ist das dann so, also angenommen, ne? Man sieht halt eben, oh, guck mal, die Angela, ne, die schreibt Liebesromane. So, ja? Und dann sieht man, oh, die schreibt Fantasy. Dann könnte man das halt eben miteinander in Verbindung bringen. Ne? Also, dass halt eben auch in meinen Fantasy-Büchern jede Menge Liebe drin vorkommt. Und wer darauf nicht steht, könnte dann halt eben sagen, auf so einen Fantasy-Liebesroman habe ich aber echt keinen Bock. Was echt schade ist, denn das ist nicht Twilight. Da glitzert niemand und da ist auch nichts mit Anschmachten und so weiter und so fort, sondern es geht wirklich um die Ermittlungsarbeiten von Schuck und Morgan. Und ja, um da halt eben wirklich so eine klare Abgrenzung zu haben zwischen den Liebesromanen und auch zwischen der Jugendreihe bzw. den Sachbüchern, habe ich mich halt eben dafür entschieden, hier nehme ich ein Pseudonym. Und natürlich könnt ihr euch ja schon vorstellen, ne? Jekyll Hyde. Wir haben uns dann halt eben so zusammengetan und gebrainstormt und meine bessere Hälfte sagte dann, wie wäre es denn mit der weiblichen Form von Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Und ich dachte, ja, cool.
So, und deswegen Jekyll Hyde. Ja, das wollte ich jetzt nur aufklären. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten, die du mir gestellt hast. Und dann machen wir mal weiter, ne? So nach diesem kleinen Exkurs, was ich denn noch so alles gelesen habe. Okay, also ich habe zwei Bücher gelesen, also zwei Bücher, zwei Printausgaben. Dann habe ich ein Hörbuch gehört und der Rest dauert einen Moment, der Rest war dann auf dem Kindle, also E-Books, die ich dann halt mir reingezogen habe. Mir fehlt jetzt das passende Wort, ihr wisst schon. Egal. So, auf jeden Fall, womit fangen wir denn an? Fangen wir mal mit einem E-Book an, einem kurzen E-Book. Und zwar habe ich von Arthur C. Clarke, ist das ein C oder ein G? Der Stern gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte. So. Und diese Kurzgeschichte gab es halt eben als E-Book für umsonst. Ja, genau. Den gab es für 0 Euro. Und dann dachte ich mir, probierst du mal aus, ne? So. Und also man muss dazu sagen, es ist halt eben eine Kurzgeschichte, die ist auch wirklich kurz. So, ne? Und die Kurzgeschichte, wie gesagt, heißt Der Stern. Wie es meistens so ist, also wenn es Kurzgeschichten gibt für umsonst oder für kleines Geld, dann ist das meistens verbunden mit halt eben Werbung. Also im Grunde, ja, im Grunde ist es richtig gut gemachte Werbung, weil wir haben hier einmal die Kurzgeschichte Der Stern und dann folgend hat halt eben der Verlag darauf hingewiesen, hey, von Arthur C. Clarke haben wir dann noch das Buch und jenes Buch und dieses Buch. Und übrigens, da gibt es auch noch einen anderen Autor und eine andere Autorin und ne, so. Also der Verlag nutzt es halt eben, um einmal auf den Autor aufmerksam zu machen und dann gleichzeitig natürlich auch auf die Bücher, die sonst noch in dem Verlag in dem Genre erscheinen. Natürlich nicht alle, ne? So, ist klar. Ich finde, das ist aber richtig gut gemachte Werbung, weil durch diese Kurzgeschichte hat man halt eben direkt einen Eindruck von dem Schreibstil, von dem Ideenreichtum des Autors und kann dann halt eben sehr schnell für sich entscheiden, ja, will ich mehr von lesen oder nein, ist nichts für mich. Und deswegen meiner Meinung nach super Werbung, ja, auch dass man dann halt eben hinterher noch darauf aufmerksam gemacht wird, welche Bücher es noch von dem Autor in dem Verlag gibt und so weiter und so fort. Also für mich hat der Verlag da alles richtig gemacht, auch mit der Kurzgeschichte, also mit der Auswahl der Kurzgeschichte. Ich möchte eigentlich gar nicht viel zu der Geschichte sagen. Es ist Science Fiction. Es ist Science Fiction. Wir befinden uns im Weltall, auf einer Reise zu einem Stern. Und wir lauschen den Eindrücken und Gedanken des Protagonisten. Und diese Geschichte war, wie gesagt, sie war kurz, prägnant und hat mich echt also ich fand sie richtig gut. Richtig gut, richtig genial. Ich kann es eigentlich gar nicht so genau festmachen, warum, aber das Ende der Geschichte hat mich echt fertig gemacht. Ich fand das ganz schlimm. Und ich kann noch nicht mal genau benennen, warum. Kann ich nicht. Aber es war wirklich, es war eine tolle Kurzgeschichte, die
sie fängt mittendrin an. Wir haben einen begrenzten Raum, einen begrenzten Zeitraum, also alles, was eine gute Kurzgeschichte braucht. Und am Ende haben wir halt eben wirklich so ein, ich hau dir mit der Bratpfanne vom Kopf Ende. Ne? Also so, boah. Und das macht für mich halt eben wirklich eine gute Kurzgeschichte aus. Entweder, dass sie am Ende nochmal so eine Wendung hat, ne, so eine Pointe, mit der man nicht rechnet, oder dass sie halt eben wirklich so, ja, also hervorragend, diese Kurzgeschichte ist ein Paradebeispiel für eine Kurzgeschichte. Und wie gesagt, mich hat sie wirklich, wenn ihr diese Geschichte schon gelesen haben solltet, dann ohne irgendwas zu verraten, aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch so damit ging. So, genau. Und bei mir hat die Werbung auch total gewirkt. Ne? Ich habe mir direkt einige Bücher von ihm auf die Leseliste gesetzt, auf die Wunschliste gesetzt. Unter anderem dann halt eben auch nochmal ein Buch mit den mit Kurzgeschichten drin. Wenn ihr vielleicht den Film kennt, Odyssee ins Weltall, das Buch ist von ihm. So, okay, dann machen wir mal weiter. Ich könnte jetzt direkt, genau, wir machen jetzt nicht mit einem weiteren E-Book weiter, sondern, Moment, sondern mit demselben Genre. Oh, und hier muss ich jetzt eigentlich Werbung einblenden, also muss ich dran denken. Guck gerade, okay, alles klar. Denn das ist ein Rezensionsexemplar über das Bloggerportal. Ja, Bloggerportal hat mir der Heine Verlag zerbrochene Sterne zur Verfügung gestellt, damit ich das lese und dann halt eben eine Rezension dazu verfasse. Keinerlei Einfluss auf meine Meinung, das werdet ihr gleich noch sehen, denn ich habe noch ein Rezensionsexemplar bekommen. So, also hatte keinen Einfluss auf meine Meinung. Dieses Buch beinhaltet 16 Kurzgeschichten von 14 Autoren und Autorinnen, und zwar chinesischen Autorinnen und Autoren. Und ja, wie schon gesagt, wir bleiben im selben Genre. Wir befinden uns hier in der Science Fiction. Und ich habe zu dem Buch noch ein extra Video gemacht. Das werde ich euch wieder hier oben verlinken. Und auch nochmal dann am Ende des Videos. Und wahrscheinlich packe ich euch auch den Link hier unter dem Video in die Infobox. Ne? Da rede ich ausführlich über das Buch. Hier zusammengefasst, grandios, eine absolute Empfehlung von mir. Natürlich, ihr könnt euch vorstellen, halt bei 16 Geschichten, die da drin enthalten sind, kann einem nicht jede Geschichte gefallen. Oder nein, sagen wir es anders. Es gibt halt eben natürlich dann Geschichten, die zum Favoriten werden. Bei mir war das so, ich habe insgesamt 7, glaube ich, 7 Geschichten, die mir richtig gut gefallen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil sie mich berührt haben, weil sie mich vollkommen verstört haben, wie zum Beispiel Salinger und die Koreaner. Ich habe die Geschichte gelesen, habe gedacht, wisst ihr, habe sie dann nochmal meiner besseren Hälfte vorgelesen. Der sagte dann auch, was? Und daraufhin haben wir uns dann halt eben erstmal mit Salinger ein bisschen näher befasst, weil wir gehofft haben, dadurch dann doch mehr Einblick zu bekommen und die Geschichte zu verstehen. Hat dann aber nichts geholfen. Ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas übersehe ich, mir entgeht etwas, mir fehlt ein Puzzleteil, damit ich das wirklich verstehen kann. Und dann habe ich mit Lana drüber gesprochen und die sagte dann etwas und dann machte es Klick und das
Puzzle fügte sich zusammen. Da bin ich ihr sowas von dankbar für. Also nochmal lieben Dank dafür, ne? Weil das hätte mich bekloppt gemacht. Weil ich die ganze Zeit wirklich gemerkt habe, okay, das ist voll wichtig. Und ich stehe da wie Ochs vorm Berg und schnall's nicht. Aber auch die Geschichte finde ich großartig. Gerade weil sie mich halt eben so sehr beschäftigt hat. Und ja, dann der Neujahrszug. Nicht der Nachtzug, sondern der Neujahrszug. Auch eine kurze Geschichte, ganz toll. Und da mochte ich zum Beispiel total den Humor. Der Humor war einfach, der war super. Die erste Geschichte, und das hat nichts damit zu tun hier. Genau, Gute Nacht, Traurigkeit. Eine sehr berührende, bewegende Geschichte und zusammen mit dem Neujahrszug meine absoluten beiden Lieblingsgeschichten, die gegensätzlich ja eigentlich nicht sein könnten. Großartig. Dieses Buch war für mich eine echte Überraschung, weil ich habe befürchtet, dass ich vielleicht manche Geschichten nicht verstehe, weil mir einfach Wissen fehlt über die chinesische Kultur und die chinesische Historie. Diese Ängste waren unbegründet, weil das Buch enthält halt nicht nur die Kurzgeschichten, sondern der Herausgeber Ken Liu hat immer noch mal eine Kurzvita zu jedem Autor, zu jeder Autorin vor jeder Geschichte. Also nicht vor jeder Geschichte, weil manche Autoren haben halt zwei Geschichten und dann steht natürlich die Kurzvita nur einmal davor. Und zum Schluss haben wir dann halt eben auch noch mal die Erklärung von Begrifflichkeiten und uns werden wirklich auch Informationen an die Hand gegeben, damit wir die Geschichten gut verstehen können. In den meisten Fällen sind die Geschichten aber wirklich selbsterklärend. Was ich auch gemerkt habe, also wir haben, wie gesagt, wir haben Autoren und Autorinnen und ich habe zum Schluss festgestellt, dass mir die Geschichten von den Autorinnen ein Ticken besser gefallen haben als die von den Autoren. Also auch von den Autoren fand ich die Geschichten toll. Also auch da sind einige bei unter diesen 7 Lieblingsgeschichten. Aber ich hatte doch diese Tendenz zu den Autoren, weil ich das Gefühl hatte, das verrate ich euch nicht. Könnt ihr ja, ne? Da rede ich ausführlich drüber, warum mir was gefallen hat und was mich verstört hat, was mich extrem verstört hat und so weiter und so fort. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Lust habt auf Science Fiction und vor allen Dingen auch auf eine Vielzahl von Science Fiction, Entschuldigung, dann schaut euch das Buch an, lest rein, Leseprobe und genießt die Geschichten, die sind großartig. Und vor allen Dingen, das muss ich aber noch sagen, ich hatte halt eben wirklich das Gefühl, hier habe ich Ur-Science-Fiction vor mir. Weil halt eben auch zum Beispiel Gesellschaftskritik aufgegriffen wird und so weiter und so fort. Tolles Buch. Tolle Geschichten, die er ausgesucht hat, die einen wunderbaren, facettenreichen Querschnitt durch die chinesische Science-Fiction bieten und überhaupt Science-Fiction. Also, toll. Tolles Werk. Und von dem einen oder anderen Autor oder der einen oder anderen Autorin würde ich so gerne mehr lesen. Aber mein Chinesisch ist echt grottenschlecht. Ja, kommen wir zu dem nächsten Rezensionsexemplar. Also wieder muss ich hier irgendwo Werbung eindingsen. Und auch das habe ich über das Bloggerportal bekommen. Es handelt sich um das Derwischtor. Also der BTB Verlag hat mir dieses Buch zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar. Und es handelt sich um das Derwischtor. Ein Kriminalroman. Hamed Ümit ist der bekannteste und erfolgreichste
türkische Krimi-Autor in der Türkei. Krimi-Autor in der Türkei? Ja, doch, nee. So. Und ich war extrem neugierig. Ich habe halt eben die Leseprobe mir vorab heruntergeladen und reingelesen und ich war sehr angetan von der Schreibweise, von seinem Schreibstil. Ja, so. Und auch der Inhalt hat mich halt eben sehr interessiert. Es geht um, jetzt muss ich wieder nach dem Namen gucken, Karen, genau. Ich werde jetzt nicht versuchen, den türkischen Namen auszusprechen, weil das geht bestimmt wieder nur daneben. Also Karen Greenwood ist Versicherungsinspektorin und soll einen mysteriösen Hotelbrand näher beäugen. Dafür muss sie halt eben in die Türkei reisen, in den Geburtsort ihres Vaters. So, und also ihre Mutter und ihr Vater leben nicht mehr zusammen. Er hat die Familie verlassen, da war sie so 10, so in dem Dreh, ne? So um 10 Jahre alt. Und naja, so, also seit ihrer Kindheit war sie halt nicht mehr dort in Konya, genau, Konya. Und ihr Vater war ein Mitglied des Sufi-Ordens. Aber jetzt muss ich noch mal gucken, das muss ich ablesen. Und wahrscheinlich auch dann spreche ich es falsch aus. Und zwar war er ein Anhänger, oder er war ein Mev Levi, ich weiß es nicht. Ich spreche das bestimmt falsch aus. Und um den Sufi-Meister Rumi geht es halt eben auch in diesem Buch. Also das Ganze hat halt eben eine mystische Komponente. Das hängt halt eben schon damit an, dass Karen im Flugzeug sitzt und auf einmal eine Stimme hört, die ihren türkischen Namen sagt. Also sie hört, wie jemand sie ruft mit ihrem türkischen Namen. Und den kennen kaum Leute und vor allen Dingen, wer, der da Fremdes mit in dem Flugzeug sitzt, soll den Namen kennen. So, und das ist schon mal so, ne? Also wir haben von Anfang an halt eben so mysteriöse, mystische Elemente, die halt eben neugierig machen. Dann als sie in Konya ankommt und halt eben dann auf dem Weg ist zu ihrem Hotel, also nicht zu dem, was abgefackelt ist, ne? Sondern halt eben zu ihrem Hotel, da begegnet ihr dann eine mysteriöse Gestalt, die ihr einen Ring übergibt und dann auch wieder puff, verschwindet. Und sie fängt dann halt eben auch an sich selbst zu zweifeln, wobei ich da dann schon so ein bisschen Probleme hatte. Also am Anfang hat mich das Buch wirklich gefangen genommen, weil ich mochte diese Mischung zwischen Realität und Mystik. Wir erfahren halt eben auch sehr viel über die. Jetzt sage ich den Namen wieder, ne? So, ja, das ist immer, weil ich das dann nicht falsch aussprechen will. Mev Levi. So, wir erfahren halt eben viel über diesen Sufi-Orden und über Rumi und über eine andere Person, dessen Namen ich wirklich nicht aussprechen kann. Und das ist toll. Wir erfahren halt eben wirklich unglaublich viel über diese Mystik und über die ja, diesen religiösen, mystischen Orden. Und das ist spannend. Das ist, ne, so. Ja, und wie gesagt, am Anfang hatte mich das Buch auch. Und dann ging mir Karen auf den Senkel. Ja,
Weil, also sie hat halt eben diese merkwürdigen Erlebnisse. Und es ist verständlich, dass sie sich dann halt eben erstmal so denkt, so, ja, das muss doch irgendwie eine ganz rationale, erklärbare Ursache haben. Das kann ja jetzt nicht irgendwas Übernatürliches oder so sein. Okay, das ist menschlich, das ist nachvollziehbar. Aber sie driftet dann ab in Paranoia, die halt mit diesem Hotelbrand, den sie halt untersuchen soll, zu tun hat. Und das ist das, was sie dort konstruiert, ist noch viel unwahrscheinlicher und unlogischer, als wenn sie sagen würde, ja, mir geschehen gerade mystische Dinge und ich sehe Geister. Ne? Also das da ist viel logischer als das, was sie versucht, an Logik aufzubauen. Wir erfahren dann aber auch, dass sie Probleme hat mit Paranoia, also dass das nicht ihr erster paranoide Anfall ist. Aber das macht es nicht besser. So, und das war dann schon so ein bisschen für mich. Ich stehe ja drauf, wenn es logisch ist. Ne? So. Und es ist kein Problem, wenn halt eben Personen dann sich etwas überlegen und das ist unlogisch und das dann halt eben auch thematisieren. Auch das, also das ist ja menschlich und so weiter und so fort. Und dadurch wird es dann wieder logisch. Aber hier in dem Fall fand ich es halt eben einfach so. Nicht rund, nicht rund, nicht passend. Ja, und dann fing es halt eben auch da, also das, was mich am Anfang gefesselt hat, die Sprache. Und auch die Beschreibung, also es wird halt eben die Stadt sehr viel beschrieben und all die Informationen, die wir über den Sufi-Orden bekommen, das alles hat mich am Anfang wirklich gefangen genommen und war spannend und interessant. Und dann ist es aber so ein bisschen umgeschwungen bei mir und ich fand es an manchen Stellen einfach zu langatmig. Also da waren es mir dann zu viele Beschreibungen. Das war dann einfach zu ausführlich. Und hier komme ich jetzt auch schon zum Punkt des Buchs. Das Buch hat mich wirklich schwanken lassen. Tolle Atmosphäre durch diese Beschreibungen der Stadt, der Mystik und so weiter. Viele Hintergrundinformationen, was mir sehr gut gefällt. Auf der anderen Seite hat mich das teilweise gelangweilt, weil es zu viel war und weil es zu ausschweifend war. So, dann haben wir auch bestimmte Thematiken, wo ich mir denke, gut, dass die angesprochen werden, aber was dann teilweise doch damit einfließt, gefällt mir auch wieder nicht. Also dieses Buch, ich kann keine klare Aussage dazu treffen. Genauso wie es kommen einige Fragen auf in Bezug auf Religion. Und die werden aber nicht wirklich beantwortet. Also sie werden schon beantwortet, aber auf so eine sehr typisch religiöse Art und Weise. Ne, also man stellt eine konkrete Frage und bekommt dann halt eben aber keine konkrete Antwort, sondern etwas. Sowas wie, ja, du verstehst das halt eben einfach nicht, weil dein Geist noch nicht offen genug ist. Ja, super. Ne? Das lässt einen dann halt eben so zurück, wo man sich denkt, ja, danke fürs Gespräch. Die Luft hätten wir uns auch schenken können. So, und auf der einen Seite ist das halt eben sehr nah an der Realität. Auf der anderen Seite ist das extrem unbefriedigend. Oder andersrum. So, ne? Und genau das ist mein Problem mit dem Buch. Es war nicht schlecht, aber es gibt viele Punkte, die mir einfach nicht gefallen haben. Und wo ich auch einfach nicht weiß, wie ich die einordnen soll. Weil ich halt eben nicht genau weiß, was will der Autor uns jetzt damit vermitteln. Er zeigt halt eben auch immer Gegensätze, was ich auch wieder gut finde. Aber trotzdem ist das so, heißt es ist wirklich schwierig mit dem Buch. Wenn ihr Interesse habt
an der Mystik. Also wenn ihr Mystisches mögt, wenn ihr halt eben auch Interesse habt an Geschichte und einfach was Neues zu lernen und vielleicht etwas zu lernen über die Sufis oder den Sufi-Orden. Oder wenn ihr ja im Grunde genommen eine Städtereise mögt, ne? Und euch halt eben einfach mal mit was Neuem befassen möchtet. Und wenn ihr Beschreibungen liebt und euch da auch wirklich so reinfallen lassen könnt und für euch Geschichten eher in diesem Bereich leben, ne, und es gar nicht so schnell vorangehen muss oder halt eben, ne, dann guckt euch das Buch genauer an. Dann lest in die Leseprobe rein, schaut, ob es euch gefällt. Der Schreibstil ist wirklich gut. Also von der Wortwahl, von der Sprache her, ist ein sehr schöner Sprachstil. Schreibstil. So, wer allerdings auf Kriminalromane steht, also für mich ist das kein Kriminalroman, das ist ein Krimi, das ist ein Roman. Also das Krimi davor, ja, wir haben einen Fall, also in dem Fall ja diesen mysteriösen Hotelbrand, der aufgeklärt werden soll. Und dann haben wir halt eben noch dieses mystische Element. Stimmt. Aber es ist eigentlich kein Krimi. Also dieser Hotelbrand wird halt eben genutzt, um die Geschichte voranzutreiben. Der Fokus liegt aber nicht da drauf. Und es ist dann halt eben auch an manchen Stellen, finde ich, ist dieser Teil des Buchs ein bisschen zu konstruiert. Und man merkt, er ist halt eben da, um eine andere Geschichte halt voranzutreiben. Also für eingefleischte Krimi-Fans, wie jetzt mich zum Beispiel, ist das definitiv kein Krimi. Und man wird an dem Krimi-Element kein Spaß haben. So, weil das ist kein Krimi. Es ist ein Roman. Es ist wirklich ein Roman mit Krimi-Elementen. So könnte man das vielleicht sagen. So, genau. Machen wir weiter. Mit was machen wir denn jetzt weiter? Ich muss noch mal gucken. Das stimmt, stimmt, stimmt. So. Richtig. Ein kurzes Buch, wobei, ja, es ist jetzt in Buchform erschienen, aber es handelt sich eigentlich um einen Vortrag, den die Autorin gehalten hat. Und dieser Vortrag wurde dann halt eben in Buchform herausgegeben. Wovon rede ich? Ich rede von We Should All Be Feminists. Also wir sollten alle Feministen sein. Auf Englisch habe ich das gelesen. Ich glaube, das gibt es gar nicht auf Deutsch. Es ist ganz kurz, wie gesagt, das ist halt eben die Verschriftlichung eines Vortrags. Aber auf diesem Vortrag basierend gibt es auch ein Buch, was dann halt eben nochmal ein bisschen länger ist. So, von der Autorin. Ich zeige euch das nochmal. Dann könnt ihr dann nochmal, ne, so. Ja, es ist ein kurzer Beitrag oder über die Frage, warum Feminismus wichtig ist. Und die Autorin erzählt uns halt eben aus ihrem Alltag. Sie pendelt zwischen, also sie lebt in Afrika und auch in Amerika. Ist im Grunde genommen eine Weltbürgerin, könnte man sagen. Weil, ja, ich überlege gerade, erwähnt sie nicht noch andere Städte? Egal, auf jeden Fall, wir bleiben mal dabei. Sie erzählt uns halt eben von ihren Erlebnissen in Afrika zum Beispiel, wie für sie der Alltag als Frau ist und dass sie halt eben bei ganz vielen Begebenheiten unsichtbar ist. Also, ne, sie hat echt die Superkraft des Unsichtbarseins. Sowas wie zum Beispiel, wenn sie Trinkgeld gibt, also sie ist mit einem Mann unterwegs, sie gibt Trinkgeld, dann derjenige, der das Trinkgeld bekommt, redet mit dem Mann und sagt Danke.
weil halt automatisch davon ausgegangen wird, das Geld ist bei den Männern, ne? Und wenn, auch wenn die Frau das Geld gibt, hat sie das Geld vorher von dem Mann bekommen. So, und deswegen wird die Frau übergangen und der Dank geht dann halt eben direkt an den Mann. Und das sind halt eben so, das ist ein Beispiel für ganz viele, die sie nennt. Und ja, auf den Punkt gebracht, sie beschreibt im Grunde genommen, wie Frauen dort unsichtbar gemacht werden, indem man ihnen halt eben abspricht, dass sie für sich selbst sorgen können. Also es wird halt automatisch davon ausgegangen, das Geld ist beim Manne und nicht bei der Frau. Und dementsprechend wird sie halt eben unsichtbar bei Entscheidungen oder sowas wie beim Trinkgeld geben oder. Ja, da sind halt eben sehr viele Beispiele, die sie benennt, die mit dieser Unsichtbarkeit von Frauen zu tun haben, weil man ihnen einfach bestimmte Attribute abspricht und die beim Mann bleiben. Ja, es ist ein, natürlich kann man jetzt sagen, ja, andere Länder, andere Sitten und so, ne? Zum Glück ist das jetzt, streich den Gedanken, streich den Gedanken. Also ich habe selber schon öfter mal erlebt, zum Beispiel gerne auch bei ATU, da entwickle ich auch immer diese Superkraft des Unsichtbarseins. Also wenn ich mit meiner besseren Hälfte bei ATU bin, dann bin ich unsichtbar. Und dabei finde ich immer, ne, also ihr seht ja, ich bin ja auch gerne mal bunt, ne, so leuchtende Farben, ich mag Streifen, ich mag bunt und so. Ich denke mir immer, so unauffällig bin ich doch eigentlich gar nicht. Aber scheinbar bin ich doch sehr unauffällig, weil dann auch da zum Beispiel wird dann nur mit meiner besseren Hälfte gesprochen und nie mit mir. Also ich bin selbst, und auch das ist mir schon, oder das ist uns schon untergekommen. Ich habe eine Frage gestellt. Ich habe Frage gestellt und die Antwort ging dann an meine bessere Hälfte. Und ich dachte, super hier. Muss ich wohl mal meine Tarnkappe wieder abnehmen? Was ist hier los? So, und deswegen, natürlich gibt es Unterschiede, was Kulturen und Länder angeht, ne? Und trotzdem kann ich das nur empfehlen. Ihr werdet euch drin wiederfinden, egal woher ihr kommt. Eine absolute Empfehlung. Aber wie gesagt, halt auf Englisch. Ich glaube, eine deutsche Übersetzung gibt es da gar nicht. Gut, machen wir weiter. Was haben wir denn da noch gelesen? Und zwar habe ich auch wieder ein englisches Buch. Ja, tut mir leid. Ich würde euch ja gerne mehr deutsche Bücher vorstellen, also mehr Bücher auf Deutsch. Nur in dem Bereich, in den ich jetzt so mich reingelesen habe, gibt es einfach einen Mangel an deutschen Übersetzungen. Gar nichts für. So. Und zwar habe ich gelesen Black Women in Science, A Black History Book for Kids. Ja, das ist ein Kinderbuch. Und in diesem Kinderbuch sind, jetzt weiß ich es nicht mehr, ich komme mit den Zahlen gerade ein bisschen durcheinander. Entweder sind es 15 oder sogar 20, nicht, ich glaube 15. 15 Frauen, die, ja, 15 Frauen aus der Wissenschaft. Und so sieht das Buch aus. Hat mich direkt angesprochen, ist übrigens ganz frisch im Juni erschienen. Und ich hatte das vorher halt eben schon entdeckt, habe mir das dann auf die Liste gepackt, auf die Leseliste. Und dann, als es herausgekommen ist, habe ich es sofort gelesen. Und es war großartig. Es ist so ein tolles Buch. Ich fände super, wenn es ins Deutsche übersetzt werden würde. Es war großartig, weil ich habe ganz viele neue, tolle Frauen kennengelernt, die ja, eine große Nummer in der Wissenschaft sind oder waren. Es ist natürlich auch rückblickend, ne, auf die Vergangenheit. Und da waren so viele Pionierinnen drunter, von denen ich noch nie was gehört habe.
wo ich dachte, verdammt, warum? Warum kenne ich die Frauen nicht? So, also ich beschäftige mich ja so mit Frauen in der Philosophie, in der Kunst, in der Wissenschaft schon etwas länger, ne? So, und es ist ein bisschen schwierig, an Informationen zu kommen. Muss man schon ein bisschen suchen. Gerade zum Beispiel auch Frauen in der Philosophie. Aber mir scheint, da wird dann noch mal unterschieden. Also, ja. Black Women in Science haben halt eben auch diese Superkraft der Unsichtbarkeit. So, ne? Es ist unglaublich. Ich fand das Buch wirklich toll. Die Frauen werden kurz beschrieben. Das ist immer eine Kurzbiografie. Es wird auf ihr Leben eingegangen, es wird auf ihre Arbeit eingegangen. Es wird den Kindern aber auch immer was mitgegeben. Und was ich hier noch ganz toll dran fand, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das war immer am Ende dieser Kurzbiografie haben wir auch noch mal Explore More. Da steht dann zum Beispiel, wo man im Internet noch ein bisschen mehr Informationen über diese Person oder eine andere finden kann. Und dann gibt es noch mal Tipps for you. Und dort wird halt werden die Kinder aufgefordert, etwas zu tun. Also da, das ist immer noch mal so eine kleine Aufgabe. Zum Beispiel wird jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Egal. Sie ist auf jeden Fall eine Biologin gewesen. Und ihr Spezialgebiet oder damit, womit sie angefangen hat, war halt eben Käfer sammeln. Ne? So. Und dann ist die Aufgabe zum Beispiel, geh raus und gucke mal, was du so an Krabbeltieren siehst. Und dann schreibst du das auf. Oder eine Aufgabe ist dann gewesen, zum Beispiel, da ging es um Ernährung. Koch was Gesundes mit deinen Eltern. Oder auch hör dich in deiner Familie um, wer zum Beispiel auch auf diesem College war. Oder frag doch mal nach, welche Hobbys oder Leidenschaften es gibt so in deiner Familie, ne? Interessen und so weiter. Ja, manchmal muss ich ein bisschen stoppen, weil, wie gesagt, das ist auf Englisch und dann habe ich die englischen Wörter im Kopf und muss dann halt ins Deutsche übersetzen. Und das fand ich richtig toll. Also die Aufgaben sind halt eben immer angepasst an die Person, die vorgestellt wurde. Ne? Ist es halt eben jemand, der sich mit Ernährung beschäftigt hat, dann geht es halt eben auch in dieser Aufgabe um Ernährung. Ist es eine Biologin, dann geht es halt eben um Tiere und so weiter und so fort. Und das, ja, stehe ich ja total drauf, weil das ist dann halt eben so das ist nicht nur man lernt nicht nur etwas, man bekommt nicht nur Informationen, sondern es ist auch interaktiv, man kann selber etwas machen. Und das Schöne daran ist, dieses Buch soll halt eben den Kindern Mut machen, sich für die Wissenschaft zu interessieren. Und durch diese kleinen Aufgaben, Experimente, haben halt eben die Kinder die Möglichkeit, auch ziemlich schnell zu merken, ob das etwas für sie ist oder nicht. Ne? Also, wenn man zum Beispiel sich hinstellt und dann so guckt, welche Käfer da so rumlaufen und man merkt, hey, eigentlich habe ich gar keine Angst vor Käfern, dann weiß man schon mal, hey, vielleicht wäre das doch was für mich. Oder wenn man dann da so liegt und die Sterne beobachtet und dabei einpennt und sich dann am nächsten Tag denkt, scheiße, das war aber langweilig, dann weiß man, okay, Astronom ist jetzt vielleicht nicht so ganz meine Baustelle. Ne? So. Also diese Aufgaben haben halt eben auch immer einen Sinn. Ja, wie gesagt, dieses Buch soll den Kindern Mut machen, sich für Wissenschaft zu interessieren und halt eben auch einfach zu gucken, was gibt es da, wie groß, wie weit gefächert ist die Wissenschaft. Und sie sollen halt eben auch dazu stehen, wenn sie sich für sowas interessieren. Ne? Also Nerd sein ist cool. Gleichzeitig gibt es, also das ist ganz toll gemacht. Den Kindern wird wirklich Mut gemacht und sie werden motiviert, inspiriert und das ist toll. Aber es
gibt auch einen kleinen Wermutstropfen. Das Buch heißt ja halt eben Black Women, so. Und es geht halt eben um People of Color oder in dem Fall halt eben um schwarze Frauen in der Wissenschaft. Und auch darauf wird halt eben Bezug genommen in dem Buch. Also ganz am Anfang in der Einleitung haben wir hier halt eben zum Beispiel stehen, also du wirst dich auch, wenn du den Weg gehst, den du gehen möchtest, und das solltest du tun, und wenn du dich halt eben für Wissenschaft interessierst, dann bleib dabei und geh den Weg. Und dann steht hier halt eben, es kann halt passieren, dass du in einem Raum bist, in dem du als Einzige hervorstichst. Also alle anderen sehen anders aus als du. Das soll dich aber nicht abhalten. Also das wird geschehen, aber lass dich halt eben davon nicht abhalten und bedenke, welche Geschenke du mitbringst, und denk halt eben auch an diese Frauen, die dir vorgestellt werden, und orientiere dich an ihrem Mut und an ihrem Durchhaltevermögen, auch wenn es schwierig werden wird für dich. Also in dem Buch werden die Kinder explizit halt eben darauf vorbereitet, dass es für sie schwieriger sein wird aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das ist natürlich ein Punkt. Auf der einen Seite, ich finde das toll, dass in dem Buch so offen darüber geredet wird. Und dass halt eben nicht irgendwie, ja, Rassismus gibt es doch gar nicht, sondern dass den Kindern halt eben gesagt wird, Kiddies, es wird schwierig werden an manchen Stellen für euch aufgrund eurer Hautfarbe, aber haltet den Kopf oben, macht trotzdem weiter und schaut, es gibt Leute, ne, da waren schon andere vor euch da und die haben. Orientiert euch an den. So. Ich finde toll, dass das da drin steht. Gleichzeitig finde ich es übel und traurig und deprimierend, dass das da überhaupt drin stehen muss. Dass man Kindern sagen muss, ja, scheiße, du wirst aufgrund deiner Hautfarbe wirst du schwerer haben. Dass das überhaupt thematisiert werden muss, das ist natürlich echt übel. So. Dann machen wir mal weiter. Nee, ich hätte da ja noch ein paar E-Books für euch. Nee, eins habe ich noch. Ein E-Book habe ich noch für euch. Und dann habe ich noch ein Hörbuch, über das wir kurz reden müssen. So, das andere E-Book, was ich gelesen habe, ist von einer britischen Autorin. Aber diesmal habe ich mir die deutsche Version geholt. Das Buch gibt es nämlich auch auf Deutsch. Und es heißt, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, von Reni Elolodge. Und so, ja, ihr seht das jetzt nicht. Da steht dann mit Weißen. Ja, also in der Mitte steht mit Weißen. Wie gesagt, das Buch gibt es auch auf Deutsch. Und es basiert auf einem Blog-Eintrag. Also, die Autorin hat halt sich auf ihrem Blog, in diesem Blogbeitrag, der denselben Titel hatte, also warum ich nicht mehr mit Weißen über Hautfarbe spreche, hat sie sich Luft gemacht und hat halt eben einfach mal alles herausgelassen, was sie nervt und stört, und halt, warum sie sagt, ich habe die Nase voll, ich rede nicht mehr über Hautfarbe mit Weißen. Das Buch fängt mit diesem Blogpost auch an. Also das ist sozusagen unsere Einleitung in das Buch. Und ja, aus diesem, damit hatte sie überhaupt nicht gerechnet, aus diesem Post, aus diesem Blogeintrag ist dann halt eben dieses Buch geworden, weil unglaublich viele Menschen sich auf den Post gemeldet haben und gesagt haben, tu das nicht. Bitte schweig nicht, sondern es ist wichtig, dass du redest. Und diese Nachrichten kamen von People of Color, die kamen aber auch von Weißen, die gesagt haben,
Nee, wir brauchen doch Menschen, die mit uns reden. So. Und die uns vor allen Dingen erklären. Sie geht in ihrem Buch, ja, und daraus entstand dann halt eben einfach, daraus entstand das Buch und zuvor ist sie halt eben dann auch in Talkshows eingeladen worden und so weiter und so fort. Also sie ist im Grunde genommen durch diesen Artikel zu genau dem geworden, was sie eigentlich nicht wollte. Sie klärt über Rassismus auf. Und ja, wie sie das halt eben so beschreibt, man merkt selber, dass das so ein bisschen ist, ne, so, ja, wie ist die Jungfrau zum Kinde gekommen, ne? Also, ich hatte den Eindruck, dass sie halt eben selber überrascht ist, wie es von dort nach dort kommen konnte, oder wie sie von dort nach dort kommen konnte und wie das Ganze so passiert ist. Aber jetzt ist es nun mal so und jetzt versucht sie halt eben diese Aufgabe auch gut zu erfüllen. Wie gesagt, wir haben es halt mit einer englischen Autorin zu tun und sie geht speziell halt eben auf den Rassismus in England ein. Und es war für mich überraschend. Also nicht überraschend, dass es Rassismus in England gibt. Das war nicht überraschend für mich. England hat eine sehr starke rechte Szene, also auch einfach eine starke Nazi-Szene. Ne? Das war mir nicht neu, das wusste ich und so weiter und so fort. Aber ich dachte, ich habe wirklich gedacht, dass der strukturelle Rassismus in England nicht so stark ist, sondern dass es dort doch mittlerweile schon Fortschritte gab und dass er ein wenig aufgelockert ist oder aufgebrochen ist. Warum habe ich das gedacht? Weil ich mich jedes Mal darüber gefreut habe, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass People of Color eine Protagonistenrolle bzw. eine Hauptrolle in Serien, in englischen Serien oder Filmen hatten oder haben. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl, also das habe ich immer so gefeiert, ne? In englischen Quatsch, in amerikanischen Serien oder Filmen haben wir halt eben dann meistens People of Color sind die Nebendarsteller, ne? So die Nebenrollen. Zumindest mittlerweile überleben sie länger, das ist ja auch schon mal schön. Und da hatte ich halt eben wirklich den Eindruck, dass es im britischen Fernsehen anders ist. Ja, zum Beispiel Luther oder Misfits. Nee, habe ich mich voll getäuscht. Und das war aber auch für mich war es sehr interessant zu sehen, ja, was es bedeutet, halt eben den Blick von außen drauf zu haben oder ne, wie unterschiedlich der Blick von außen da drauf ist, ja, und dem gegenüber der Blick von innen. Und da musste ich halt eben dann einfach sehen, dass nee, ein paar Hauptdarsteller oder ein paar Hauptrollen machen noch keinen Unterschied. Leider. Leider nicht. So. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Und vor allen Dingen wegen dem Ende. Ich werde euch jetzt nicht spoilern. Nein, es ist ja ein Sachbuch, ne? Sie berichtet halt von persönlichen Erlebnissen, aber ihr Fokus, der Schwerpunkt liegt bei ihr eigentlich wirklich so auf dem strukturellen Rassismus. Wie kam es dazu? Sie beschäftigt sich halt eben auch mit der englischen Geschichte. Also wie war das, als England großes Empire war? Und Kolonialherrscher und so weiter und so fort. Und wir erfahren halt eben sehr viel auch über Politik und es ist sachlicher. Ne? Also wie gesagt, natürlich lässt sie auch Persönliches mit einfließen, aber der Fokus ist doch eher auf Seiten des Sachbuchs.
Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. Ja, ich muss jetzt gerade. Ich werde euch das hier irgendwo, ne, irgendwo pappe ich euch hier mal so das Hörbuch hin. Das Buch habe ich halt nicht gelesen, sondern gehört. Ich dachte mir, jo, ich höre einfach mal zu. Ne? Ganz im Sinne von einfach mal zuhören, habe ich das Buch als Hörbuch mir vorlesen lassen und es war im Gegensatz jetzt halt eben zu dem Buch von zu dem Buch, warum ich mit Weißen nicht mehr über Hautfarbe spreche, persönlicher. Also das Buch von Alice Hasters ist sehr nah an ihr, an ihren Gedanken und an ihren Gefühlen. Und sie erzählt halt eben sehr viel über ihr Erleben auch. Und und ich finde, dass das unglaublich mutig ist, weil sie wirklich viel von ihren persönlichen Erfahrungen und Gefühlen und Gedanken an uns weitergibt. Und das braucht natürlich unglaublich viel Mut, sich auch dahingehend zu öffnen. Aber auch sie geht einfach auf Fakten ein, sie gibt uns Informationen an die Hand. Also auch hier haben wir es nicht mit einer Biografie zu tun oder einer Autobiografie, sondern mit einem Sachbuch, das allerdings Fakten und Informationen mischt mit dem persönlichen Erleben. Und sie geht dann halt eben von dem persönlichen Erleben zu den Fakten, Statistiken oder zu geschichtlichen Punkten und so weiter und so fort. Das Hörbuch hat mir sehr viele Aha-Momente ge geschenkt. Oder ja, was heißt Aha-Momente? Erstaunte Momente hat es mir im Grunde genommen gegeben. Also sowas wie zum Beispiel, sie erzählt von ihrer Kindergartenzeit. Und sie berichtet halt eben darüber, wie es sich anfühlt, wenn jetzt hat meine Kamera mich unterbrochen. Also ich kann zwar noch hier vor den Büchern sitzen, aber meine Kamera macht nicht mehr mit. Dumm gelaufen. Ja, so, also versuchen wir es mal ganz kurz zu fassen. Und zwar, wo war ich stehen geblieben? Richtig, zum Beispiel bei dem Kindergarten, im Kindergarten und den Buntstiften, bei denen es dann halt eben nur eine Hautfarbe gibt. Ne? Und diese Hautfarbe ist Schweinchenrosa. Und das war's. So, und das sind natürlich alles so Dinge, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, wo sie das dann halt eben so erzählt hat, ne, ich habe es ja als Hörbuch gehört, dachte ich mir, ja, stimmt. Eine Hautfarbe. Und es waren halt eben viele Dinge, die sie angesprochen hat, die mir dann auch nochmal so ein, okay, oder von denen ich halt eben ja dann schon was wusste. Mittlerweile, weil ich halt eben nachgeforscht habe, aber sie spricht halt eben viele Dinge an, die, glaube ich, nicht so allgemein bekannt sind. Und das fand ich halt eben auch sehr, sehr gut. Also sie gibt viele Informationen weiter und sie gibt einem viele Punkte, über die man nachdenken kann. Allerdings muss ich sagen, mir hat halt das Buch von Reni Eloy, ich mochte das Ende. Ich mochte das Ende von dem Buch. Hat zum Schluss noch mal so. Sie hat dann die Hoffnung, dass sich vielleicht was tut. Ne? So, also dass man gemeinsam gegen Rassismus etwas unternehmen kann.
Und das fand ich toll. Also, weil dadurch gibt sie einen so ein bisschen Hoffnung und Mut mit auf den Weg, sich halt eben auch einfach gegen Rassismus auszusprechen und was zu tun. Das Buch von Alice Hasters hat nicht dieses hoffnungsvolle Ende. Es ist schwermütiger, finde ich. Also immer schwermütiger ist auch das falsche Wort. Aber es ist ein bisschen ich finde, man merkt, dass da vielleicht einfach ein Stück weit Hoffnung fehlt, einfach aufgrund der Erfahrungen und auch aufgrund dessen, dass die Hoffnung jedes Mal vielleicht wieder einen Dämpfer bekommen hat. Und dann wird man vorsichtig. Also das ist das richtige Wort. Ich finde, ihr Buch ist vorsichtiger. Da ist halt eben nicht so, dass es ja, Mensch, ne? So, vielleicht kriegen wir das doch gebacken, sondern sie geht halt eben eher vorsichtiger damit um. Dass das gegen Rassismus getan werden muss, es steht außer Frage. Also, das bezweifelt sie auch nicht. Nur ob und wann die Bemühungen Früchte tragen werden, da ist sie eher so ein bisschen zurückhaltend, sag ich mal. Alle Bücher, also beide Bücher, egal ob jetzt in schriftlicher Form oder als Hörbuch, kann ich euch nur ans Herz legen und ein Tipp dabei, einfach mal zuhören. Also versucht nicht euch, wenn ihr weiß seid, versucht nicht euch angegriffen zu fühlen. Oder fühlt euch angegriffen, weil auch das ist gar nicht schlecht, denn dann merkt man mal, wie es ist, wenn man halt eben unter Generalverdacht gestellt wird, nur aufgrund seiner Hautfarbe. Ja, so. Aber nein, mein Tipp ist einfach mal zuhören. Einfach zuhören und versuchen zu verstehen, was einem da gerade erzählt wird und wie es sich anfühlt, wenn man in solchen Situationen ist. Und das Ganze dann einfach wirken lassen. So, das war's. Ich muss jetzt auch mal Schluss machen, weil ich merke, das Bild zuckelt. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert hat. Egal. Okay, ich werde es gleich sehen. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche mit super tollen Büchern und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.